Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Astrid von Treibgut Yoga und ich habe heute drei Übungen für dich vorbereitet, die dir helfen, Nackenverspannungen zu lösen und auch vorzubeugen. Für dieses Video brauchst du keine Yoga-Erfahrung zu haben und du brauchst auch keine weiteren Hilfsmittel. Wenn dir das Video gefällt oder du etwas für dich mitnehmen konntest, freue ich mich sehr über einen netten Kommentar und wenn du den Daumen hoch anklickst. Und ich freue mich natürlich auch sehr über ein Abo, sofern du diesen Kanal noch nicht abonniert hast. So wertschätzt und unterstützt du meine Arbeit hier auf YouTube und verpasst natürlich auch kein neues Video mehr. Wir starten in Rückenlage. Und wenn du hier angekommen bist, stellst du deine Füße hüftgelenksschmal auf. Lass den unteren Rücken einmal ein bisschen Richtung Boden sinken, einfach, dass du vermeidest, hier in einem Hohlkreuz zu liegen. Also Schambein zieht leicht nach oben, unterer Rücken entspannt sich Richtung Boden. Arme kannst du rechts und links von dir ablegen. Dann bring deine Aufmerksamkeit einmal in deine Nackengegend. Du lässt jetzt mit der Ausatmung dein Kinn ein ganz klein bisschen Richtung Brustbein sinken, sodass deine Halswirbelsäule eine Streckung erfährt, also die natürliche Kurve in der Halswirbelsäule flacht etwas ab. Und mit der Einatmung hebst du dein Kinn wieder einen Tick an, also du übertreibst nicht, das ist eine ganz kleine Bewegung. Mit der Ausatmung lässt du dein Kinn wieder Richtung Brustkorb sinken und lässt den Hinterkopf nach hinten oben gleiten. Wir wollen hier kein krasses Doppelkinn machen oder ein Doppelkinn-Gefühl entstehen lassen, sondern es ist wirklich nur die Anspannung der tiefen Halsmuskulatur vorne und das Langwerden im Nacken hinten. Gut, Kinn steigt wieder etwas auf mit der Einatmung und mit der Ausatmung lässt du den Hinterkopf nach hinten oben gleiten, Kinn etwas Richtung Brustbein. Einatmen, Kinn steigt auf, ausatmen, Hinterkopf nach hinten oben gleiten lassen. Mach das ein paar Mal in deinem Atemfluss. Ganz achtsame Bewegungen. Dabei liegt der Fokus immer tendenziell auf der Ausatmung und dem Langwerden im Nacken. Sehr gut. Wenn du das nächste Mal dein Kinn Richtung Brustbein hast sinken lassen, dann halte mal hier einen Moment und spür mal ganz bewusst in deinen Nacken hinein. Vielleicht kannst du dort eine leichte Dehnung spüren. Vielleicht nimmst du das auch einfach nur als Raum und Weite wahr. Dann lass langsam wieder los und dann sinkt das Kinn noch einmal Richtung Brustbein. Aufmerksamkeit in den Nacken bringen, halte hier noch für ein paar Atemzüge. Super, lass das Kinn wieder aufsteigen und ein letztes Mal Kinn sanft Richtung Brustbein. Spüre die Ausdehnung. Es ist keine Übung, die man super krass merkt, sondern es ist wirklich eher so eine subtile Erfahrung der Länge und der Ausdehnung im Nacken. Gut, und dann löst du wieder. Für die zweite Übung kannst du im Prinzip genauso liegen bleiben. Falte deine Finger ineinander und heb deinen Hinterkopf an, leg deine gefalteten Hände an den Hinterkopf und leg dann Hände und Hinterkopf ab. Du hast der Kopf nochmal ganz entspannen kann. Mit dieser Übung, die wir jetzt gleich machen, trainieren wir die prävertebrale Halsmuskulatur. Das ist die Muskulatur, die vor deiner Wirbelsäule liegt, ganz tief im Hals. Und diese Muskelgruppe, die brauchen wir, um im Alltag aufrecht sitzen zu können, um aufrecht stehen zu können und auch in vielen Yoga-Positionen, um die Wirbelsäule wirklich gut auszurichten. Und leider ist die Muskelgruppe im Alltag oft nicht richtig im Einsatz.
Das liegt zum einen an Fehlhaltung, das liegt auch daran, dass wir wenig Aufmerksamkeit in unseren Sitz investieren, wenn wir vertieft sind in Arbeiten und dann schiebt sich das Kinn nach vorne, wenn wir viel am Rechner sitzen oder das Smartphone unter der Nase haben. Und das führt dazu, dass die Nackenmuskulatur kurz wird und die Vorderseite hier, die tiefe Halsmuskulatur, dass die ausleiert. Und für das Langwerden im Nacken haben wir in der vorangegangenen Übung eben schon was gemacht. Und jetzt machen wir noch etwas, um ganz gezielt diese tiefe Halsmuskulatur zu kräftigen. Also gefalteten Hände liegen am Hinterkopf und Hände und Hinterkopf kannst du ganz entspannt ablegen. Und jetzt hebst du deinen Kopf ganz simpel, einfach 1 Millimeter an. Das heißt, du kannst immer noch deine Haare in den Händen spüren, merkst aber deutlich, wie deine tiefe Halsmuskulatur hier anschaltet. Gut, dann leg mal wieder ab. Achte darauf, dass die Übung bei dir nicht so aussieht. Kinn schiebt Richtung Brustbein, du wirst hier ganz eng und es entsteht ein Doppelkinngefühl, sondern es ist wirklich ein ganz kleines Anheben des Hinterkopfes. Der Hinterkopf schwebt mit einem Abstand von 1, 2 Millimetern über den Händen. Gut, und dann legst du wieder ab. Lass mal Zunge und Kiefer ganz locker. Wir machen noch 3 Wiederholungen. Ganz klein bisschen anheben. Spür die Power, die da in deiner Halsmuskulatur steckt. Super gut. Und wieder ablegen. Zweimal noch. Ein ganz klein bisschen anheben. Halten, halten. Und wieder ablegen. Super. Letzte Runde. Ein ganz klein bisschen halten. Und wieder ablegen. Gut, löst deine Hände vom Hinterkopf, lass den Kopf einmal so ein bisschen nach rechts und links ausschaukeln, alles wieder locker lassen. Sehr schön. Das ist so eine Übung, die ist winzig klein und die sieht von außen total unspektakulär aus, aber die tiefe Halsmuskulatur hat da richtig, richtig zu arbeiten. Und genau das wollen wir auch. Wir wollen die Muskulatur stärken. Wir wollen, dass der Körper wieder ein Bewusstsein dafür bekommt, dass er diese tiefe Halsmuskulatur auch ansteuern kann, auch im Alltag beim Sitzen. Gut, dann zieh mal deine Knie zu dir heran und schwing dich nach oben zum Sitzen. Und bei der letzten Übung angelangt, das ist eine grundsätzliche Lockerungsübung für den Schulter-Nackenbereich und für die Kiefermuskulatur. Und nachdem die Übung gerade, die wir eben gemacht haben, die kräftigende Übung, vielleicht auch am Anfang, wenn man die das erste Mal macht, auch für so ein bisschen stärkere Anspannung in diesem Bereich sorgt, vielleicht auch außerhalb der tiefen Halsmuskulatur. Ja, die Spannung überträgt sich da manchmal so ein bisschen ins Gesicht. Dafür ist diese Lockerungsübung jetzt gedacht. Die kannst du übrigens auch super zwischendurch machen am Schreibtisch, gerade im Homeoffice, wenn dich niemand sieht. Also diese Lockerungsübung, dafür faltest du deine Finger ineinander und ich erkläre einmal kurz, wie sie geht. Wir schütteln gleich die Unterarme ganz doll hin und her und da merkst du schon, wenn ich das jetzt hier mache, mein ganzer Körper vibriert, mein Gesicht fängt an zu vibrieren und genau das wollen wir haben. Und wir atmen dazu durch die Nase ein und über den ganz lockeren, geöffneten Mund aus. Also der Kiefer- und der Zungenbereich sollte richtig locker sein, wenn du über den Mund ausatmest. Also Unterarme lockern, tief einatmen und über den Mund aus. So sieht die Übung aus. Kann sein, dass es ein bisschen lustig aussieht, aber dich sieht ja keiner, wenn du die Übung machst. Also, join me, leg los, falte die Finger, schüttel deine Unterarme ganz kraftvoll und dann atme durch die Nase ein und locker über den Mund aus. Super, wir machen das noch 4-mal. Einatmen und über den Mund aus. Sehr gut, tief einatmen und aus. Tief ein und aus. Letzte Runde. Super, dann hör auf, mit den Armen zu schütteln. Leg deine Hände entspannt auf die Oberschenkel. Halte die Augen noch einen Moment geschlossen. Spüre die Vibration im Körper, insbesondere im Oberkörper, im Schulter-Nackenbereich und im Gesicht. Und vielleicht kannst du auch so eine leichte Wärme im Bereich der Kaumuskulatur spüren.
Gut, dann hol die Aufmerksamkeit zurück in den Raum, der dich umgibt, und wenn du bereit bist, öffne deine Augen wieder. Das waren drei wunderschöne, kurze, effektive Übungen, mit denen du Verspannungen lösen und auch vorbeugen kannst. Ja, die erste Übung ganz, ganz toll, um Länge in den Nacken zu bringen, ja, der ganz oft im Alltag leider verkürzt und dadurch auch ein bisschen verspannt ist. Die zweite Übung, wichtig für die tiefe Halsmuskulatur, damit wir einfach lernen, uns im Alltag wieder aufzurichten, gerade wenn nach einer Weile das passiert, wenn wir am Rechner sitzen, ja, da kommt dann die tiefe Halsmuskulatur in der Aufrichtung wieder zum Einsatz. Und die dritte Übung, richtig schöne Lockerungsübung für den Schulternackenbereich und den Zungen- und Kieferbereich. Du kannst auch die drei Übungen, wenn du sie einmal verinnerlicht hast, einzeln üben. Die musst du nicht zwingend in dieser Reihenfolge, die wir jetzt gemacht haben, nutzen. Kannst sie auch losgelöst voneinander einbauen in deine Praxis oder einfach mal so zwischendurch in deinen Alltag.